Tag miteinander. Ich muss die Jacke anziehen, weil ich etwas nervös bin. Nein, weil ich Ihnen gerne das allererste Stück zeigen möchte, das vor etwa eineinhalb Jahren entstanden ist. Aus zugegebenermaßen Bio-Baumwolle war das noch, aber auch 20% Nessel. Brennnessel ist da drin. Und die Hose, die besteht aus, wenn eine tannige Hose hat, aus Tannenholz und Brennnessel. Und das ist das Interesse der Interessengemeinschaft Newtex, damit wir eben uns auch wieder ausrüsten können mit Kleidern, insbesondere mit Textilien, wenn wir die Möglichkeit nicht mehr haben, Baumwolle von weit her hierher zu bringen und zweitens überhaupt im Bewusstsein, dass Baumwolle sehr viel Ressourcen verwendet, Wasser und fossile Ressourcen benötigt, damit es überhaupt in dem Maß und Ausmaß wachsen kann, wie wir es in unserer globalen Konsumintensität benötigen. Ich berichte Ihnen also ganz kurz über nicht das von Ihnen aus gesehene linke Bild, sondern über die beiden anderen. Was Sie in der Mitte haben, ist Lein oder Flachs und rechts daneben die Nessel. Wir sind nicht die Einzigen, ganz Europa hat eine Vereinigung, wo es darum geht, aus nachwachsenden Ressourcen das Beste herauszugewinnen. Und das Edelste sind eigentlich die Textilien. Und anderes lässt sich aber in der ganzen Bandbreite dieser sehr wertvollen traditionellen Nutzpflanzen, Hanf und Flachs, lässt sich alles sehr viel produzieren. Sie haben, ich zeige Ihnen dieses Bild, links den Samen und schon einen geschlossenen Kreislauf wieder zum Samen. Oben, also von unten nach oben, ist die Verwertung von Samen und aus dem Samen können Sie auch Öl gewinnen und natürlich auch Vogelfutter, wenn Sie möchten, aber insbesondere wieder Saatgut für das nächste Jahr oder für die nächste Ernte, respektive für die nächste Aussaat, für die nächste Frucht. Und rechts haben Sie angedeutet, die zweite Nutzung von Faserpflanzen, eben die Faser. Dort, wo das Wasser transportiert wird in einem Stängel. Der Stängel besteht aus Holz und aus Fasern. Und was interessant ist, ist eben das, was die Faser hergibt. Es gibt verschiedene Unternehmen. Funaros ist das eine. Und hier haben wir die Elemente, mit denen sich Funaros beschäftigt, eben wiederum Fasern und Holzanteile und aus dem Ganzen, der ganze Kasten ist gespiesen aus einer Nutzpflanze, aus einer Hanfpflanze oder eben aus einer Nesselpflanze oder aus einer Leinenpflanze und Sie haben im Wesentlichen den Stängel und Sie haben Faseranteile mit mehr oder weniger holzigen Anteilen darin und die Industrie oder von Aros und andere beschäftigen sich damit, wie bringen wir Holz und Faser separat in möglichst hoher Reinheit aus diesen Pflanzen raus. Was daraus entstehen kann, sind eine ganze Vielfalt von Produkten, die wir aus diesen Fasern generieren können. Das Feinste ist dann eben ein seidenes Hemd. Sie hören richtig, nicht natürlich Seide, sondern in der Qualität einer Seide. Da sind wir noch weit davon entfernt. Wir sind heute bei einer Fadenstärke. Hier haben wir ein Garn, das würde sich eignen für eine grobe Jeans oder für ein paar Sneakers oder für ein paar Schuhe oder für eine Gepäcktasche. Das ist geeignet. Und wir denken aber auch darüber nach, dass wir nicht nur weben aus gesponnenem Garn, sondern dass wir auch solche Matten haben. Das ist Fasermaterial nebeneinander, schön ausgelegt. Hält schon ein wenig in sich, oder? Das ist jetzt 100% Nessel, Brennnesselfaser und mit Holzanteilen drin.
und daraus lassen sich Fliese, also Fliespapier oder Fliesstoff oder Fliesjacken letztlich produzieren. Das Material, da wird noch gelocht und gestanzt, à discretion, bis es eben die Qualität eines tragfähigen Flieses hat, das sich gar nicht mehr zerreißen lässt. Ich nehme das da aus dem Kasten. Hier haben Sie zwei Qualitäten Vlies. Da kann ich ziehen, da passiert gar nichts. Und ich kann durchblasen, das ist atmungsaktiv, luftdurchlässig. Das ist gebleicht, darum ist es weiß, aber natürlich ökologisch gebleicht. Und das ist das Ungebleichte, das hat die gleiche Farbe wie hier die 100% Nessel, eben auch ungebleicht. Und damit diesen Elementen, dem Faden, dem Teppich, dem daraus gewonnenen Vlies, lassen sich die Industrieprodukte erzeugen, die da angedeutet sind, in hoher Tragfähigkeit oder Strapazierfähigkeit, aber auch mit dem Komfort, den Sie sich vorstellen. Das Anliegen der Funaros, und Funaros steht für das F für Fair, das U für umweltgerecht, das N für nachhaltig und dann den Rest für Rohstoffe aus nachwachsenden Ressourcen. Sie können sich die Buchstaben zusammenreimen, steht dafür, dass wir die Produktion wieder zurückgewinnen und wieder relokalisiert betreiben, damit wir wieder die Traditionen, die wir mal hatten, aufleben lassen und damit wir das Wissen, das mal im Glarnerland vorhanden war und im Töstal und in vielen anderen Regionen, textiles Wissen, Zürcher Oberland, dass wir das wieder reaktivieren und dass wir die schlummernden Ressourcen, die schlummernden Talente, die sich mal verdient gemacht hatten in der Textilindustrie, dass die wir wieder auferstehen können, dass wir die wieder in die Produktion und in die Verarbeitung von eben eigenen Ressourcen zu eigenen Produkten zurückgewinnen, nicht auf dem Stand des mittelalterlichen Groben, also wenn ich so von tannenen Hosen spreche, dann muss das nicht bedeuten, dass sie einen Wolf erhalten zwischen den Beinen, sondern dass wir das mit der Hightech kombinieren, die wir in der Zwischenzeit zur Verfügung haben. Es heißt nicht, dass wir uns auf einen einfachen Stand begeben, sondern dass wir einfach das wieder aufleben lassen, auferstehen lassen und kombinieren mit dem, was wir in der Zwischenzeit dazugelernt haben, aber ganz bewusst nicht mit Materialien, die da von weit her geholt werden müssen. Funaros ist eine genossenschaftlich organisierte Organisation und es sind alle entlang der ganzen Wertschöpfungskette eben darin beteiligt. Die Landwirte setzen an, die Produktionspartner, das sind Spinner, Weber oder Näher und Näherinnen, Ateliers und dann die Geschäfte, wo das Material vertrieben wird oder wo die Kollektion vertrieben wird, wo aber auch Halbfabrikate wie Stoffe vertrieben werden oder eben wie Schnüre oder Garne und wo eine authentische Geschichte erzählt werden kann, wo wir verantworten können, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Fragen kommen, woher kommt das, was ist mit diesem Material passiert, dann wissen wir im Detail, weil wir alle diese Partner kennen und weil wir jeden Wertschöpfungsprozess kennen, können wir exakt Antwort geben, mit welchem Produkt Sie sich anziehen dürfen, auf welches Produkt Sie selbst auch stolz sein dürfen, genauso wie die Verarbeitenden, die an diesem Produkt Hand angelegt haben, stolz sein dürfen. Ich bedanke mich vorerst, dass Sie mir zugehört haben bei der Gewinnung eigener Ressourcen und der Verarbeitung zu eigenen Produkten.